Zu einer Stellungnahme hat sich die Frau Bundesminister Magister Johanna Mikl-Leitner gemeldet. Bitte, Frau Bundesminister. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren Abgeordnete, geschätzte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen, gestatten Sie mir zum Schluss noch eine Bitte. Nämlich die Bitte, dass wir die Asyldebatte in Zukunft mit mehr Ehrlichkeit führen. Mit mehr Ehrlichkeit deswegen, wenn man sich die Zahlen anschaut, 1600 Flüchtlinge sind wöchentlich unterzubringen. Die Länder schaffen es nur, durchschnittlich 600 Flüchtlinge pro Woche zu übernehmen. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass hier 1000 Plätze pro Woche fehlen. Daher kommt es auch nicht von ungefähr, dass in Dreiskirchen ein Rückstau entstanden ist, dass Zelte aufgebaut werden mussten und dass jetzt vor allem auch das Durchgriffsrecht wichtig und notwendig ist, wo ich auch diesmal sage, mein größter Wunsch ist, dass wir dieses Durchgriffsrecht kein einziges Mal nützen müssen, denn die Länder und Gemeinden haben es selber in der Hand. Was erfreulich ist, ist, dass ich Bewegung und Dynamik spüre. Dass ich spüre, dass immer mehr Gemeinden sagen, ja, ich übernehme Flüchtlinge. Und wir sollten nicht immer nur darüber diskutieren, was schlecht ist, was wir verbessern können, sondern wir sollten auch darüber reden, wo funktioniert es gut, wo haben wir Gemeinden, die hier vorbildlich Hilfeleistung, Unterstützung geben, vorbildlich mit Flüchtlingen umgehen. Deswegen sage ich auch Danke für dieses Durchgriffsrecht, das ich vor dem Sommer bereits gefordert habe. Bin froh, dass es jetzt in den nächsten Wochen fertig abgehandelt wird und mit 1. Oktober in Anwendung kommen kann. Darf auch Danke sagen, Christian Konrad, dass er es übernommen hat, hier eine Art Brücken Funktion zu übernehmen, um die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und vor allem der Zivilbevölkerung zu verbessern. Denn gerade die Migrationsströme haben zu einer Quantität und vor allem zu einer Dynamik geführt, wo es viele Brückenbauer braucht. Da braucht es nicht nur das Innenministerium, die anderen Ministerien, die Bundesregierung, da braucht es die Länder, die Gemeinden, da braucht es einen Koordinator, der hier vor allem auch motiviert. Deswegen noch einmal ein herzliches Danke all jenen, die Ja sagen zu diesem Durchgriffsrecht, wo es mein Wunsch ist, dass wir dieses Durchgriffsrecht kein einziges Mal nützen müssen. Gestatten Sie mir noch außerhalb dieses Tagesordnungspunktes Durchgriffsrecht kurz einige Worte zu letzter Woche zu sagen, wo am Donnerstag die Schlepperkriminalität wohl ihr hässlichstes Gesicht gezeigt hat, wo 71 Menschen auf brutalste Weise sterben mussten und keiner von uns kann sich vorstellen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Und nicht nur jeder Einzelne von ihnen war betroffen davon, sondern selbstverständlich auch die gesamte Polizei. Und ich war dabei, direkt im Burgenland vor Ort in Nickelsdorf, als dem Landespolizeidirektor und mich diese schlimme und schreckliche Botschaft erreicht hat. Und gerade auch in dieser Betroffenheit, in dieser schrecklichen Situation, haben die Polizisten das getan, was wichtig und richtig war, nämlich einen Schritt nach dem anderen gesetzt, um die Ermittlungsarbeit im Kampf gegen die Schlepper aufzunehmen, um hier vor allem die Schlepper auch dingfest zu machen. Und ich darf hier der Landespolizeidirektion und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Gerichtsmedizinern,
ein herzliches Danke sagen für diese wirklich hervorragende Arbeit. Und wenn sich die Verdachtsmomente weiterhin verdichten, dann können wir wirklich sagen, es ist ein großartiger Erfolg, wo es natürlich auch jetzt darum geht, die größeren Netzwerke dahinter auch aufzudecken. Darf mich aber nicht nur für das bedanken, sondern darf mich vor allem bei den Polizistinnen und Polizisten herzlich bedanken, die an der Grenze ihrer Belastbarkeit das Beste geben. Wir wissen, innerhalb des letzten Jahres haben sich die Asylantragszahlen verfünffacht. Und wie Sie wissen, muss jeder natürlich, der hier zu uns als Fremder kommt, fremdenpolizeilich behandelt werden. Und das ist eine äußerst intensive und umfassende Arbeit und auch keine einfache Arbeit. Und für dieses großartige Engagement, wo wir auch Unterstützung brauchen für die Polizei, sei es von den verschiedensten Institutionen, vom Bundesheer und vielen anderen, weil es sonst einfach nicht mehr machbar und schaffbar ist und wo wir auch in Zukunft weiterhin Personal zuführen müssen, um hier das auch bewerkstelligen zu können. In diesem Sinne der gesamten Polizei ein herzliches Dankeschön.